Nein, Mann! Wir werden aber heute in der Runde hier auch 0,000 gegönnt. Hallihallöchen, liebe Minecraft-Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen heute mal wieder Bed Wars. Ich starte eben die Runde und wir haben eine Challenge dabei. Nämlich haben wir die Challenge dabei. Moment. Von Oka und Kollak. Hey ho Gomme Challenge. Du musst die Empfindlichkeit von der Maus ganz niedrig stellen und so spielen. Ich will mal sehen, wie du ausrastest. Okay, nein, ich möchte nicht ausrasten. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin und werde dann meine Empfindlichkeit runterstellen. Hier, Steuerung. Und zwar, ich nehme mal. Also ich weiß, ich habe das schon mal getestet. 10% sind schon bei mir zu extrem. Ich meine, jeder hat andere Mauseinstellungen an sich. Aber ich mache jetzt mal, das habe ich noch nicht getestet, ich mache einfach mal jetzt spontan 20. Warum komme ich? Moment. Warum komme ich? Naja, mache ich halt 21, meine Güte. So. Oh ja, oh nee. Oh nee, so kann man gar nicht kämpfen. Oh nee. Verdammt. Schnell in die Mitte. Das Problem ist halt, ich muss immer und immer wieder die Maus hochnehmen. Also so in die Luft und dann wieder auf das Mauspad und so weiter. So kann ich niemals kämpfen. So kann ich niemals kämpfen. Probiert es selber aus. Bitte. Naja, vielleicht kann ich doch kämpfen. Mal schauen. Boah. Nein, jetzt läuft der schon zu sich. Naja, ich hol mir mal ein wenig Gold. So, von Rot haben die auch leider schon so einen Weg. Dann mache ich hier mal dicht. Hier mache ich auch mal dicht, damit ich nicht nachher noch in die falsche Richtung renne. So, da habe ich schon mal 2 Gold. 4 Gold, okay. So, bei 8 Gold, also ich warte jetzt nochmal einmal. Oh Gott. Okay, es ist... Ah, sie kommt von unserem Team und läuft da schon direkt drüber. Greifen wir mit an und da war ein Loch einfach. Yo, genau. Da könnte ich ausrasten, wenn man durch sowas stirbt. Oh, nee. Schade. Warum da... Ah, Mist. So, da kommt die Person schon wieder aus unserem Team. Verdammt. Hilfe, Hilfe. Ich spiele gegen Tommy. Tommy. Da bringt dir auch dein Push-Stab rein gar nichts. Wenn du meinst, oh Mann, ich habe hier alle, meine Empfindlichkeit so niedrig. Ah! Yo, genau, das liegt... Boah. Also, er hat ja schon selber in die Aufgabe geschrieben, man kann dabei ausrasten. Und ja, ich glaube, das kann man wirklich. Unser Bett ist auf jeden Fall schon mal ein wenig zugebaut. Das... Oh, hier ist ja richtig viel Gold. Schnell. Schnell, 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 schnell. Das Gold einsammeln. 4 Gold, egal. YOLO. Ich laufe jetzt erstmal rüber, denn ein Bogen ist besser als kein Bogen. Budumtsch. Aua. Nein, Mann. Wir werden aber heute in der Runde hier auch 0,000 gegönnt. Kann man ja mal so sagen. Hier muss ich mir wirklich alles hart erarbeiten. Jawohl, da fliegt er runter. Da kannst du auch deinen Bogen haben. Hast du Pech gehabt. So, Team Rot ist schon raus. Sag bloß. Oha. Team Rot ist raus. Schalalala. Team Rot ist raus. Und das bedeutet für uns einfach schon mal, dass wir nicht ganz so viele Probleme haben werden mit einem Team. So, bleiben nur noch 2 gegnerische Teams. Und wir haben Gold. Ja, wir haben schon wieder Gold. Ui, jetzt kommt aber plötzlich da viel. Zack. So. Was machen wir jetzt mal? Wir machen erstmal wieder hier dicht. Denn wer weiß, ob mal die anderen Gegner in unsere Lage kommen und sich so sagen, jo. Nein! Oh, ich renne lieber mal. Das Gute ist, er hat kein Schwert, aber er ist hinter mir. Boah, wegen der Empfindlichkeit der Maus. Nein, nein, nein! Achtung! Bitte, du hast doch einen Rückschussstab. Ja! Ich dachte schon, jetzt wird mir schon wieder das 7 Gold nicht gegönnt hier so und ich muss dann nochmal in die Mitte und so weiter und so fort, aber diesmal hatte ich Glück. Danke für den Stab. So, da habe ich auch schon... Cool, da habe ich, kaufe ich mal hier direkt einen Bogen, einen Pfeil, noch einen Pfeil,
Und noch ein Bogen. Hey. Hey, hey, hey. Wo bist du? Hey. Hey. Wo bist du? Habe einen Bogen für dich. Ah ja. So, bitteschön. Dann kaufe ich mir nochmal. Ja, was kaufe ich mir mal? Nochmal. Oh ja, TNT-Schafe. Kann ich mir auch mal eins kaufen. Und eventuell noch irgendwas? Nee. Doch noch eine Spitzhacke, noch eine normale. So. Und jetzt greifen wir hier mal an. Komm schon. Ja! Jawohl! Der hat ordentlich Gold bestimmt dabei gehabt. Der hatte bestimmt richtig viel Gold. So, wenn ich ein Eisenschwert habe, gehe ich rauf. Team Yellow hat nur noch einen Spieler. Wie haben die kein Bett mehr? Ja, die haben gar kein Bett mehr. Oha. Oha, TNT scharf. Tu, was du nicht lassen kannst. Oh, sie hatte sogar ein Eisenschwert. Oha. Ja, komm doch. So, das Team ist schon mal raus. Nein, Schaf, was machst du denn jetzt? Okay, es ist, glaube ich, aus der Welt rausgefallen. Ein Glück. Ein Glück. Aber da hat man gesehen, das Schaf hat gerade schon wieder verdammt viel gebracht. So, wir machen weiter. Aber es mit diesen Einstellungen, das ist echt schwierig. So. Das Bett deines Teams wurde zerstört. Ne! Das schaut man einmal mal zu Hause nicht vorbei. Aber ich möchte jetzt keinem die Schuhe zuschieben. Ich meine, ich hätte wirklich mal nach Hause gehen müssen zwischenzeitlich. Team Rot ist ja raus, dann gehe ich da mal schnell hin. Oh, sag nicht, die Person hat einen Bogen da hinten. Nein! Nein! Nein, ich darf jetzt nicht raus sein, Mann! Ich konnte mich nicht rumdrehen, wegen dieser Einstellung. Das war so schwierig. Das war einfach nur so schwierig gerade. Oh. Schade. Schade, schade, schade. Da wird's dann wohl Team Blau. Da hat uns Team Blau einfach mal überrannt. Ja, heftig. Tja, so kann's auch mal laufen, würde ich mal meinen. War mal eine etwas frustrierendere Runde. Die Challenge ist aber echt schwierig. Ich muss auch zugeben, ich hatte schon mal eine Runde vorweg. Und die war auch nicht ganz so erfolgreich. Da hatte ich auch auf 10% gespielt. Und es ist einfach so schwierig, im Kampf da so irgendwie zu spielen. Na gut, aber hätte ich ein Schwert gehabt, hätte ich eventuell gewonnen. Aber wer weiß. Nee, Leute, aber man kann nicht immer gewinnen. So ist das leider. Und ja, eventuell mache ich dann nächstes Mal nochmal die Challenge. Oder eine andere, wenn ich eine andere coole finde. Also, ich würde jetzt aber erstmal sagen, das wär's für das Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und tschüss mit Ö.